Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserer Online-Veranstaltung im Programm Die letzten Europäer. Wir wollen uns heute einem dieser letzten Europäer widmen, Moritz Julius Bonn von Hohenems in die Krise der europäischen Demokratie. Ich begrüße herzlich Jens Hacke in Hamburg. Schöne Grüße in den Norden. Jens Hacke hat sehr viel dazu beigetragen, im Zuge seiner Studien zur Geschichte der Demokratie und des Liberalismus im 20. Jahrhundert, einen der wichtigsten Demokratietheoretiker, Nationalökonomen, Freihandelstheoretiker und eben auch Kritiker des Kolonialismus und Chronist des Niedergangs der Imperien. Eben Moritz Julius Bonn wieder die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die er verdient. Jens Hacke, Sie haben eine große Tagung organisiert, damals über das Hamburger Institut für Sozialforschung, wo Sie eine ganze Zeit lang gearbeitet haben. Und das war tatsächlich auch für uns hier in Hohenems ein ganz wichtiges Ereignis, das wir nur von Ferne beobachten konnten. Das auch dazu geführt hat, dass wir selber hier Moritz Julius Bonn noch einmal mit ganz neugierigen Augen neu betrachtet haben. Moritz Julius Bonn war wirklich lange eigentlich ziemlich vergessen. Und Ihnen verdanken wir, dass man sich mit ihm wieder beschäftigt, mit seinen vielen Schriften, aber auch mit seiner spannenden Biografie. Und ja, ich freue mich darauf, dass Sie heute wenigstens auf diesem Weg bei uns sein können und uns sowohl über die Biografie, aber auch über den Theoretiker und den ja, politischen Aktivisten Moritz Julius Bonn mehr erzählen können. Ich freue mich auf Ihren Vortrag und wir haben danach auch Gelegenheit, das mit Ihnen zu diskutieren und weiter zu besprechen und fortzuführen. Vielen Dank fürs Dabeisein. An die Teilnehmer im Zoom. Sie haben hinterher die Möglichkeit, über Ihre Chatfunktion auch Fragen an Jens Hacke zu stellen, natürlich auch Beiträge, ergänzende einzubringen. Ich werde das sozusagen im Auge behalten, dass da jeder zu seinem Recht kommt und jede. Ja, so viel mal vorneweg. Ich bin gespannt auf Ihren Vortrag. Willkommen wenigstens auf diesem Weg in Hohenems, Herr Hacke. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Löwy. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, an der wir ja jetzt nun auch schon ja, 1,5 bis 2 Jahre arbeiten. Und leider ist Corona dazwischen gekommen, sonst wir wollten uns ja eigentlich schon lange im letzten Jahr gesehen haben. Ich hoffe, dass ich auch Ihr tolles Museum in Hohenems bald einmal sehen werde. Und ich wäre natürlich viel lieber heute bei Ihnen gewesen, hätte auch gerne natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer im Auditorium gesehen. Aber wir wollen uns so gut wie möglich behelfen und ich freue mich heute mit Ihnen über Moritz Julius Bonn sprechen zu dürfen. Und danke ja auch Hanno Löwy für die sehr, sehr freundliche Einleitung. Ja, Moritz Julius Bonn, wir haben den Aufhänger genommen, dass Moritz Julius Bonn eine Verbindung zu Hohenems hat. Aber Moritz Julius Bonn hat viele Verbindungen in ganz Europa gehabt. Aber Hohenems ist, sagen wir mal, eine ganz wichtige Verbindung für ihn, weil, wie Sie vermutlich wissen oder wie Herr Löwy ja auch schon angekündigt hat, die Familie Brunner eben mütterlicherseits die quasi Ursprungszelle für Moritz Julius Bonn und seine Verbindung zu Hohenems ist, wo er viele Sommer, glaube ich, verbracht hat und eine ganz besondere Beziehung auch zu Österreich, zu Habsburg hatte. Darauf möchte ich nachher auch noch ein bisschen eingehen. Ja, vielleicht zum Anfang etwas Autobiografisches. Wie kommt man eigentlich zu Moritz Julius Bonn? Ich glaube, das ist legitim nachzuverfolgen. Ich habe mich mit dem Liberalismus in der Zwischenkriegszeit beschäftigt und bin immer ein aufmerksamer Leser von Carl Schmitt gewesen. Und in Carl Schmitts Buch, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus,
da ist der meist zitierte zeitgenössische Autor Moritz Julius Bonn. Und das fiel mir auf. Und gerade in dem Vorwort, in der Einleitung von 1926, setzt er sich ausgiebig mit Moritz Julius Bonn auseinander. Und insofern machte ich mich auf die Suche und besorgte mir dieses Buch hier, was Schmidt nämlich erwähnt, die Krise der europäischen Demokratie. Im Titel ist es, in unserem heutigen Titel ist es anzitiert, und las dieses Buch und war hingerissen von diesem Buch, weil es eine Punkt-für-Punkt-Widerlegung der Schmidtschen Parlamentarismus-Kritik beinhaltet. Und das hatte mich neugierig gemacht. Und dann gab es einen weiteren Zufall. Ich erzählte einem älteren Kollegen, befreundeten Kollegen am Hamburger Institut für Sozialforschung davon. Und er musste gerade umziehen, räumte gerade seinen Bücherschrank aus und er brachte mir dieses Buch mit. So macht man Geschichte. Das ist die Autobiografie von Moritz Julius Bonn, die Anfang der 50er Jahre erschienen ist. Und da las ich drin und war wie gebannt. Und auf einmal ploppte Moritz Julius Bonn überall auf. Er war mir dann aufgefallen in der großen Max-Weber-Biografie von Joachim Radkau. Er war mir aufgefallen in der großen Karl-Schmidt-Biografie von Reinhard Mehring. Und ich hatte immer mehr das Gefühl, dass Moritz Julius Bonn so eine Art Forrest Gump der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert ist. Überall, wo man hinsah, taucht er auf. Mein akademischer Lehrer, Heinrich August Winkler, der über Weimar in der Sozialdemokratie schrieb, immer wenn er einen Kompass brauchte für wirtschaftspolitische Analysen, zitierte er Moritz Julius Bonn. Und so baute sich ein Bild zusammen und ich ging auf die Suche und stöberte in Antiquariaten. Das kann man ja heute online ganz gut tun. Und dann kann man diese ganzen Sachen für wenig Geld nach Hause bringen und kann sich das alles etwas erarbeiten. Gut, das vielleicht zur ganz lebensweltlichen Annäherung an Moritz Julius Bonn. Ja, wer ist Moritz Julius Bonn? Wir haben es schon angedeutet, er ist aus einer sehr prominenten jüdischen Familie, die Bonns aus Frankfurt, eine Bankerdynastie, kann man fast sagen. Und Bonn ist nicht der wichtigste dieser Dynastie, sondern er ist quasi er entstammt einem Zweig. Sein Vater stirbt früh, war auch nicht sonderlich erfolgreich, aber er ist in diesem Netz dieser jüdischen Familie gut aufgefangen und nutzt alle Chancen, die ihm eine großbürgerliche Herkunft bietet. Und macht eine ziemlich beeindruckende Karriere, eine der beeindruckendsten akademischen Karrieren von dem Kaiserreich bis in die Bundesrepublik. Oder die Bundesrepublik, die hat er eigentlich später nur noch als Besucher erfahren. Ich darf einmal Ihnen zumindest einige Bilder zeigen, bevor ich dann mit meinem Vortrag etwas strukturierter fortsetze. Das ist natürlich schlecht, weil diese Bilder, jetzt muss ich sehen, wie ich da zurückkomme. So, das ist nämlich das hängt irgendwie fest, aber ich hoffe, dass ich mal, wir waren vorhin nämlich schon, genau, ich wollte Ihnen einmal Moritz Julius Bonn hier zeigen. Das ist ein Bild Anfang der 30er Jahre in der Weimarer Zeit. Und davon habe ich eben schon geredet. Und hier sehen Sie Moritz Julius Bonn als 30-Jährigen mit seinen beiden Cousins. Und Moritz Julius Bonn hat hier schon eine beachtliche Karriere hinter sich, steht vor der Habilitation, die er, glaube ich, so um 1908 absolviert. Moritz Julius Bonn hat eine großbürgerliche Herkunft, das sagte ich bereits. Er entscheidet sich gegen den Beruf des Bankers, schlägt eine akademische Karriere ein und studiert bei Lujo Brentano
in München. Lujo Brentano in München, einer der angesehensten Nationalökonomen seiner Zeit, und Bonn verbringt dort einige Semester, schließt aber seine Dissertation, dann schreibt er im Wesentlichen in Wien, wo er auch einige Semester verbringt und ist dann im zarten Alter von 22 Jahren schon promoviert. Und Lujo Brentano rät ihm noch ein bisschen die akademische Welt sich anzusehen und schickt ihn nach Freiburg. Dort begegnet Moritz Julius Bonn Max Weber, hört seine ersten Vorlesungen in Freiburg. Weber geht ja 95 nach Freiburg. Bonn hört ihn dann kurz nach seinem Antritt, ist nicht sonderlich angetan von Weber, findet ihn temperamentvoll, aber ungezügelt, findet ihn ja, eher germanisch, aber nicht besonders sozusagen wissenschaftlich und gesammelt, meint auch, dass Weber von Nationalökonomie und Finanzwirtschaft wenig Ahnung hat. Also die Themen, die Bonn interessieren, da ist ihm Weber keine besondere Leitfigur, aber sie bleiben in Verbindung. Und Moritz Julius Bonn und Max Weber werden sich einige Male wieder begegnen, vor allem dann in der Endphase des Ersten Weltkrieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit werden sie teilweise auch eng zusammenarbeiten. Dazu vielleicht später noch einige Worte. Bonn entscheidet sich dann, auf Rat Brentanos nach England zu gehen, an die London School of Economics, und nimmt ein Habilitationsthema in Angriff. Er hatte ein wirtschaftshistorisches Thema als Dissertationsthema, hatte irgendwie über die Finanzkrisen in Spanien im 16. Jahrhundert sich promovieren lassen. Und was ihn jetzt interessiert, ist die Kolonisation in Irland. Und er lebt länger in London, hat dann Forschungsaufenthalte in Irland und arbeitet lange und intensiv an dieser Habilitationsarbeit. Und was ungewöhnlich ist, sowohl Bonds Dissertation als auch seine Habilitation, die er dann, 1906 oder sowas, 1905 oder 6 abschließt, diese beiden Arbeiten sind auch stattliche Bücher und werden veröffentlicht, und er hat einen unglaublich guten und beeindruckenden Ruf und ein Renommee als Nationalökonom. Was für Bonn ein Problem ist, lässt sich eigentlich relativ klar zeigen, ist, dass er eben als Jude von der deutschen Akademie gemieden wird. Max Weber schreibt in einem Brief an Brentano, er würde zu gerne etwas für den brillantesten Schüler von Brentano tun, aber Brentano wisse ja, dass man für einen Juden leider an deutschen Universitäten nicht viel tun könne, dass man da auf Granit beiße. Und Weber schätzt ihn sehr, schätzt ihn. Also das ist fast ein asymmetrisches Verhältnis. Weber schätzt Bonn mehr, als Bonn Weber schätzt. Und so weicht Bonn dann später aus auf einen Berufsweg, der das klassische Akademische umgeht. Er geht nämlich an die Handelshochschule und wird Direktor der Münchner Handelshochschule im Jahr 1910. Das zu seiner akademischen Karriere. Vielleicht, wir können darüber noch mal später reden. Mir ist eine Sache wichtig noch. Was macht Bonn dann in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg? Er ist unheimlich kosmopolitisch, polyglott. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen er spricht, aber es werden, glaube ich, so 4 bis 5 gewesen sein. Er spricht perfektes Englisch, er spricht Französisch, Spanisch, Italienisch. Also das sind die Sachen, die nachgewiesen sind. Und bewegt sich eben in diesen Ländern ganz souverän und weltgewandt. Was Bonn interessiert,
ist der Imperialismus, sind die Kolonialreiche. Und er macht Folgendes. Er geht mit seiner Frau, einer Engländerin, Therese Kubrit, mit ihr geht er 1907, geht er nach Südafrika und Deutsch-Südwestafrika, um den Kolonialismus näher zu analysieren. Und er kritisiert die deutsche Kolonialpolitik scharf. Er schreibt eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln im Archiv für Sozialpolitik. Er schreibt aber auch, und das ist wichtig, er schreibt aber auch eine Reihe von Zeitungsartikeln in der Frankfurter Zeitung, dem liberalen Aushängeschild oder dem großen liberalen Blatt im Kaiserreich. Und er kritisiert kritisiert scharf die deutschen Kolonialkriege, die Niederschlagung des Herero-Aufstandes und wird damit doch zu einer nationalen Berühmtheit mit seiner Artikelserie in der Frankfurter Zeitung. Bonds Analyse des Kolonialismus ist interessant. Er wird ein scharfer Kritiker kolonialer Unternehmungen, aber er argumentiert nicht in erster Linie menschenrechtlich, sondern er argumentiert pragmatisch ökonomisch. Also er will quasi zeigen, dass der Kolonialismus sich ökonomisch überhaupt nicht lohnt, dass er eigentlich ein Pleiteunternehmen ist. Und er will auch zeigen, dass der Kolonialismus vor allen Dingen Abenteurer anzieht und dass die Verwaltungswelt, die politische Welt, die dort errichtet wird, überhaupt nicht den Standards genügt, den man an gute Verwaltung und an politisches Leben anlegen müsste. Und damit wird er bekannt und man darf auch ruhig sagen, dass seine Zeiten, er verbringt, glaube ich, fast anderthalb Jahre in Deutsch-Südwestafrika und Südafrika, um sich das anzusehen, dass das schon Abenteurertum ist in gewisser Weise und dass er sich nicht großbürgerlich auf die faule Haut legt sozusagen, sondern dass er wirklich, heute würde man sagen, Feldforschung macht und dass er wirklich wissen will, was dort passiert. Ich mache vielleicht einmal einen kleinen Sprung. Also ich wollte Ihnen einfach noch mal kurz zeigen, damit Sie ein Gefühl für diese großbürgerliche Herkunft bekommen. Hier sehen Sie heutige Bilder der Residenzen einer großen Familie, nämlich der Familie Bonn. Einmal die Villa Bonn in Frankfurt, die Handelskammer tagt oder wie auch immer. Und es sind auch Empfänge der Buchmesse immer noch dort. Also es ist eine repräsentative große Villa. Und das Rathaus Kronberg, wo Bonds sterbliche Überreste, seine Urne, auch in eine Mauer eingelassen ist. Das war sein letzter Wille. Das war die Sommerresidenz seines Onkels. Und das ist auch sozusagen ein Überbleibsel und ein Monument dieser großen Familie. Ja, ich hatte Ihnen das gesagt. Hier finden Sie vielleicht nochmal die Daten niedergeschrieben. Bonn übernimmt die Münchner Handelshochschule im Jahr 1910, ist dort Direktor. Ich glaube, man kann auch aus seinen autobiografischen Schriften sehen oder aus seinem schönen Buch »So macht man Geschichte?« Fragezeichen, kann man sehen, dass ihn das rein Akademische nicht vollständig ausfüllte. Er suchte immer auch die Verbindung zur Politik. Er schrieb viel in Zeitungen und war doch ein unruhiger Geist im besten Sinne, war geprägt von seinen doch kosmopolitischen Erfahrungen. Er verortete sich ganz klar liberal. Die Frankfurter Zeitung habe ich erwähnt.
Aber das Wirtschaftsliberale, das fortschrittlich Liberale, das war in ihm quasi eingelassen. Und dazu zählt auch, und das will ich kurz auch betonen, dazu zählt auch das österreichische Erbe über seine Mutter. Denn was er im Habsburger Reich beobachtet, ist vielleicht idealisiert in gewisser Weise, aber ist natürlich gegen Preußen gerichtet. Die Form eines ethnischen Pluralismus, viele Nationalitäten, die miteinander zusammenleben und die sozusagen dafür sorgen, dass Toleranz wichtig bleibt, dass gegenseitiges Verstehen wichtig bleibt und dass man in eine Balance kommt. Und so ist es kein Zufall, dass Moritz Julius Bonn auch in seiner späteren Karriere immer ein publizistisches Standbein auch in Österreich hat. Er ist Stammautor der Neuen Freien Presse in Wien später. Und er ist nach dem, ich greife jetzt kurz vor, er ist nach dem Ersten Weltkrieg auch ein Verfechter des, der großdeutschen Lösung, also des Anschlusses Österreichs an das verkleinerte Deutsche Reich. Und nicht aus nationalen Fantasien, sondern eigentlich, das ist sein Argument, er sagt, der Habsburger Pluralismus würde Deutschland gut tun, würde das Preußische und das Militaristische ausgleichen und relativieren. Das ist seine Haltung. Und als Ökonom sagte er, dass Kleinösterreich eigentlich wirtschaftlich gar nicht überlebensfähig sei und eben zum deutschen Kulturraum sowieso gehören müsste. Also das muss man sich immer wieder klar machen. Man kommt ja leicht dahin, dass man dann sagt, okay, die Forderung nach Großdeutschland, das ist eine rechte Fantasie, aber natürlich Sozialdemokraten, Liberale, viele plädierten aus unterschiedlichen Gründen für ein Großdeutschland nach 1918. Aber bei Moritz Julius Bonn hatte es eben ganz klar diese sehr positiv akzentuierte Habsburger Note. Mit dem Kriegsausbruch 1914, ich springe wieder zurück, passiert etwas Interessantes. Moritz Julius Bonn hat eine Gastprofessur angetreten in den USA und befindet sich zur Zeit des Kriegsausbruchs, also ich glaube, er besteigt das Schiff im Juli 1914, befindet sich auf dem Weg in die USA. Und weil er eigentlich, wollte er, glaube ich, nur ein halbes Jahr oder ein Jahr bleiben, aber durch den Krieg kommt er erstmal nicht zurück und organisiert sich Anschlussprofessuren und verbringt so fast 3 Jahre, sind glaube ich zweieinhalb, zwei Dreiviertel Jahre in den USA und erlebt dieses Land, reist viel, er ist in Berkeley, er ist in New York, er ist im Mittleren Westen, also er erschließt sich dieses Land und muss dann das Land als deutscher Staatsbürger verlassen, als nach dem U-Boot-Krieg im Februar 1917 USA und das Deutsche Reich zu Kriegsgegnern werden. Dann verlässt er quasi mit dem deutschen Botschafter Bernstorff als einer der Letzten das Land, wird ausgewiesen und ich glaube, es geht dann der Weg über Schweden zurück nach Deutschland. Seine Expertise als Amerikakenner leitet seine Karriere noch einmal um, denn er wird sofort nach seiner Rückkehr in das Außenministerium bestellt und wird quasi zum politischen Berater. Und das ist jetzt seine neue Rolle und das wird auch wichtig für die Weimarer Jahre. Also Moritz Julius Bonn ist auf einmal angekommen, nie im Zentrum der Macht, das sagt er selber, aber als Politikberater. Und was will er eigentlich? Er ist fasziniert von Amerika. Er schreibt quasi Propagandaschriften, die aber doch gar nicht so propagandistisch sind. Er schreibt über Wilson, seine berühmte Schrift, Was will Wilson? Und
Darin versteckt sind, wir müssen uns auch vorstellen, die Sachen sind unter Zensur geschrieben, kommt 1917 dann raus. Darin versteckt sind eigentlich die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit Deutschland zu einem ordentlichen Friedensschluss kommt. Und für Bonn ist es klar, wie für andere, Max Weber zum Beispiel auch oder Hugo Preuß, Deutschland muss sich demokratisieren. Und er schreibt dann zwar, Deutschland muss sich nicht nur demokratisieren, weil die Westmächte diesen Maßstab anlegen, sondern weil die politische Führung besser werden muss. Und er argumentiert dann quasi pseudo-national, setzt viele Hoffnungen auf Wilson, setzt viele Hoffnungen darauf, dass eben Wilson und der 14-Punkte-Plan von Wilson doch dazu führen könnte, dass noch ein Friedensschluss erreicht werden kann. Diese Hoffnungen werden, wie Sie wissen, enttäuscht, aber Bonn ist doch einer derjenigen, der lange auf Amerika setzt und sehr, sehr enttäuscht ist, als sich Amerika dann später aus der kontinentalen europäischen Politik zurückzieht. Das ist eine seiner größten Niederlagen und eine seiner größten Enttäuschungen. Das kann man mit Gewissheit sagen. Also Moritz Julius Bonn wird zum Amerika-Experten und diese Expertenrolle wird er nicht mehr los. Gehört dann nach dem Waffenstillstand, nach dem Kriegsende, gehört er zur Delegation, zur deutschen Delegation in Versailles. Er arbeitet an zahlreichen Memoranden mit. Er taucht sogar in manchen, ich habe einen Filmausschnitt mal gesehen, ich glaube, war mal ein Film über Rathenau, da huscht er auch mal durchs Bild. Das ist sozusagen auch die Forrest Gump-Theorie. Er ist überall dabei. Schreibt auch dann über seine Versailles-Erfahrungen in Tageszeitungen, in Monatsschriften, in wissenschaftlichen Artikeln. Und er ist einer der meist publizierenden Intellektuellen der Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges. Das kann man, also ein unglaublicher Ausstoß an Broschüren, an Artikeln, an kleinen Büchern. Und er kommentiert die Weltlage, er kommentiert die Zukunft der internationalen Politik. Und er setzt unheimlich viel auf den Völkerbund, auf eine Parlamentarisierung der Außenpolitik, wie er es nennt. Und hier kommen seine ganzen liberalen Glaubenssätze zusammen. Ganz interessant ist, dass er in München auch ja, über die bessere oder über die Clubs der guten Gesellschaft mit Thomas Mann verbunden ist. Thomas Mann erwähnt ihn in seinen Tagebüchern und Thomas Mann ganz verzweifelt hat also die Betrachtung eines Unpolitischen gerade hinter sich gebracht und also in tiefer Depression nach dem Kriegsende, lässt sich von Professor Bonn erklären, wie es ist oder wie die Zukunft weiterlaufen kann. Und Bonn will diesen sensiblen Schriftsteller beruhigen und rechnet ihm vor, das sei alles gar nicht so schlimm, das könnte man neu verhandeln, das würde nicht im Untergang enden, also nicht Spengler-mäßig, sondern das wird sich alles wieder einpendeln. Also mit liberalem Optimismus und Thomas Mann notiert das im Tagebuch, dass er doch einigermaßen beruhigt ist, dass so ein Ironiker und ein offensichtlich gefasster und souveräner Mann wie Bonn ihm diese Aussicht aufzeigt. Auch das interessant, Thomas Mann, mit Thomas Mann hat Moritz Julius Bonn offensichtlich ein andauerndes Bekanntschafts-, wenn nicht Freundschaftsverhältnis. Er wird zum ersten Mal im Mann-Tagebuch erwähnt, eben 1918 in Briefen schon vorher. Sie kannten sich wohl schon ein bisschen vorher. Und er taucht dann aber auch wieder in Pacific Palisades auf, Mitte der 40er Jahre. Also und auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch. Also eine lang andauernde Verbindung. Es gibt da natürlich auch viele Bindeglieder. Sie haben beide im S. Fischer Verlag publiziert, viel in der Neuen Rundschau, dem Flaggschiff des Fischer Verlags. Und natürlich kannte man sich auch über die Münchner Gesellschaft. Interessant ist aber, dass in den Memoiren von Moritz Julius Bonn
Thomas Mann gar nicht auftaucht. Hätte man ja sagen können, mit so einem Nobelpreisträger könnte man sich ein bisschen wichtig machen und schon, aber das hat Bonn irgendwie da aus dem Auge verloren. Ja, Bonn begleitet die Weimarer Republik. Er ist zählt zu den Mitgründern der liberalen Partei, der linksliberalen Partei, der DDP, Deutsch-Demokratische Partei. Sich in die eigentliche Parteipolitik zu werfen, das ist ihm eigentlich zu anstrengend. Das lehnt er für sich ab. Aber er ist unheimlich vernetzt. Er fungiert als Ratgeber in den Wirtschaftsministerien, in den im Außenministerium, in der Reichskanzlei. Er schreibt ganz lapidar in seinen Memoiren, von den 14 Kanzlern der Weimarer Republik hat er 13 gut gekannt. Nur Schleicher, mit dem hätte er keinen Kontakt gehabt. Jetzt könnten wir versuchen, diese 14 alle aufzuzählen. Ich glaube, es würde uns nicht gelingen, aber er war auf jeden Fall sehr, sehr gut vernetzt. Er verlässt auch bald München, weil er doch in die Metropole will. Er wechselt von der Münchner Handelshochschule zur Berliner Handelshochschule. Und in Berlin ist er dann quasi im, nicht im Zentrum der Macht, aber er ist da, wo die Musik spielt und er schreibt in allen großen liberalen Zeitungen, im Berliner Tageblatt, in der Vossischen Zeitung, weiter in der Frankfurter Zeitung und steht mit Rat und Tat zur Seite, vor allen Dingen, wenn es um die Reparationsverhandlungen geht, wenn es um wirtschaftspolitische und finanzpolitische Fragen geht, aber auch, wenn es um außenpolitische Fragen geht. Ja, um das, ich merke schon, die Zeit läuft mir schon etwas weg. Ich muss sehen, dass ich jetzt noch mal zu zwei, drei Punkten komme. Ich wollte noch mal zurückkommen zu der Frage mit, jetzt finde ich mein Blatt nicht. Augenblick. Ja, das wollte ich Ihnen noch kurz zeigen. Also Bonn und Carl Schmitt. Und das hat auch mit Berlin zu tun. Bonn ist dann an der Handelshochschule Berlin, wie Sie am Briefkopf sehen können. Und er hatte Schmidt schon einmal an die Handelshochschule in München, hat er ihm schon mal einen Lehrauftrag verschafft. Hier in diesem Brief deutete er 1927 an, er könne Schmidt nach Berlin holen. Denn Schmidt sitzt in Bonn und will natürlich auch in eine größere Stadt, findet das provinziell, möchte mehr Großstadt erleben, möchte nach Berlin, möchte da hinkommen, wo es passiert. Und das klappt auch. Moritz Julius Bonn holt Carl Schmitt dann nach Berlin. Die beiden sind, man mag es gar nicht glauben, wenn man den Antisemiten Schmitt sich vor Augen hält, die beiden sind eng befreundet. Bonn ist in den Tagebüchern Schmitts der Zeit, also der 20er und Anfang 30er Jahre, ein ständiger Gast oder wird da eigentlich häufig erwähnt. Und entweder ist Schmidt ihm äußerst zugetan oder er belegt ihn mit antisemitischen Schimpfkanonaden. Es wird deutlich, dass der kleinbürgerliche Carl Schmitt, katholisch-kleinbürgerliche, diesen weltgewandten Liberalen bewundert, die Parkettsicherheit bewundert, seinen ironischen Witz bewundert, seine Art zu leben bewundert, aber dass er auch gleichzeitig völlig frustriert ist, neben einem solchen Mann zu stehen. Und ja, dass das Ganze von Bonn mit großer Liberalität und Toleranz gepflegt wird, dieses Verhältnis, muss eigentlich kaum dazu gesagt werden, denn Schmidt hat sich natürlich politisch ganz anders geäußert als Bonn. Aber man darf das vielleicht nicht zu schnell rückprojizieren. Schmidt, der den Parlamentarismus kritisiert, der so etwas wie eine rousseauistische, identitäre Demokratie mit einer starken Führerfigur sich vorstellt, beißt sich sozusagen an dem gelassen liberalen Enthusiasten des Parlamentarismus, beißt sich an Bonn sozusagen die Zähne aus. Und sie bleiben gesellschaftlich verbunden, bis Schmidt den Ruf nach
Köln annimmt im Jahr 1932, dann erkaltet das Verhältnis und dann natürlich mit der Machtübertragung und Bonds Gang ins Exil später ist dieses Verhältnis vorbei. Aber dass dieses Verhältnis wichtig ist für Schmidt, merkt man, dass er noch in den Mitte 30er Jahren Angstträume hat, die er notiert, dass Bonn ihm erscheint, dass Schmidt nach dem Krieg die Memoiren von Bonn sehr, sehr aufmerksam liest. Und in diesen Memoiren stehen zwei vernichtende Seiten über Schmidts Charakter drin. Aber er hat sich das, hat das gelesen und er hat ihn offensichtlich als Autorität immer anerkannt. Aber ich glaube nicht, also es ist nicht überliefert, aber ich denke, sie haben nach 1933 kein Wort mehr miteinander gewechselt. Ja, Carl Schmitt, das ist ein großes Thema. Max Weber wäre das andere große Thema gewesen. Ich habe das kurz angerissen. Damit will ich es dann vielleicht auch belassen. Schmitt und Bonn waren immerhin, ja, glaube ich, gute fünf, sechs Jahre enge Kollegen, haben sich natürlich täglich fast gesehen an der Berliner Handelshochschule. Aber Bonn bleibt in den 20er, 30er Jahren nicht einfach in Berlin, sondern er hat immer wieder Gastprofessuren in den USA, reist viel, publiziert viel. Er hat dann auch seit den 20er Jahren ein Sommerhaus bei Salzburg. Also das ist sozusagen seine weitere Verbindung zu Österreich. Er ist immer regelmäßig in Österreich. Seine Frau scheint dort die meiste Zeit gewesen zu sein. Und als Bonn 1933 ins Exil geht, geht er zuerst nach Österreich, geht er zuerst in sein Sommerhaus. Wie läuft das ab? Bonn hat eigentlich wohl nicht mit der Machtübertragung gerechnet. Er hat früh auf den Antisemitismus der NSDAP aufmerksam gemacht, aber in intellektuell mokanter Art. Also er hat eigentlich er hat eine Art zu schreiben, die sehr viel mit Ironie arbeitet, die witzig ist ohne Zweifel, aber die auch natürlich etwas Spielerisches hat. Und er hat sich das, glaube ich, nicht ganz vorstellen können. Als er dann mit der Machtübertragung konfrontiert war, hat er nicht abgewartet, bis er seiner Ämter enthoben werden sollte, sondern er hat als Direktor der Handelshochschule, der er seit Oktober 1931 war, seinen eigenen Nachfolger noch wählen lassen. Das hielt er für einen besonders klugen diplomatischen Schritt, weil er nicht die Nazis einfach jemanden einsetzen lassen wollte, sondern weil er es selber mitbestimmt. Als er dann im April 1933 das Land verlassen hatte, nach Österreich, war das eine Meldung, die in der New York Times wurde sein Gang ins Exil mit Hans Kelsen und Albert Einstein zusammen vermeldet. Und das zeigt vielleicht nochmal seine damalige Prominenz. Auf Seite 1 der New York Times sind Bonn, Einstein und Kelsen erwähnt, die ins Exil gehen. Bonn sagte immer, er hat selber nichts auszustehen gehabt. Er ging ins Exil und konnte sich aussuchen. Er hatte eine Stelle in Paris in Aussicht. Er ist dann nach London gegangen, ans LSI, später nach einer kurzen Zeit, als er in Österreich sondiert hatte. Aber er war finanziell unabhängig, er hatte aber viel Familie in London. Also ein Zweig der Bonn-Familie war ohnehin im Bankwesen in London. Und insofern war er da gut vernetzt. Seine Frau war Engländerin.
Insofern war London für ihn die erste Wahl. Man merkt dann, dass er mit dem Gang ins Exil, er thematisiert das nicht offen, aber er sah sich als nicht nur als gescheitert an, sondern er sah sich auch seiner eigentlichen Aufgabe beraubt. Also diese vibrierende Zeit in der Weimarer Republik, seine produktive Phase geht zu Ende und er sucht sich dann neue Themen. Er ist natürlich irgendwie noch Experte für die Dinge, die dann in Deutschland passieren, aber sein Ausstoß wird doch etwas ruhiger. Er schreibt dann sein großes Werk, eigentlich sein Alterswerk, The Crumbling of Empire, über den Niedergang des Imperialismus, auch des Englischen übrigens. Das kündigt er an, dass der Imperialismus zu Ende gehen wird. Das sieht er relativ klar. Und er begründet das nicht nur mit liberalen und demokratischen Werten, sondern eben auch aus ökonomischer Logik. Das ist sozusagen der spezielle Dreil seiner Argumentation. Es gibt eine sehr interessante Episode in seinem Leben, nämlich 1939 geht er in die USA und die englische Historikerin Patricia Clevin hat das herausgefunden. Er ging in die USA als Agent of Influence. Also er war gut vernetzt, auch in der englischen Politik. Und man stattete ihn offensichtlich mit Mitteln, aber auch mit besonderen Aufträgen aus. Und er sollte in den USA seine guten Beziehungen spielen lassen, um die Amerikaner zum Kriegseinsatz zu bewegen. Und das hat Bonn immer verschwiegen. Es findet sich nicht in seiner englischen, aber auch nicht in der deutschen Autobiografie, die sich etwas unterscheiden. Aber es geht klar aus den Akten hervor und er war dann von 1939 bis 1946 in den USA und Kanada offiziell als Gastprofessor, aber eben auch als jemand, der hinter den Kulissen wirkte und den Kriegseinsatz der USA mit stimulieren sollte. Ja, ich merke, dass ich langsam zum Schluss kommen sollte. Ich hätte noch viel mehr Dinge Ihnen erzählen sollen zu Moritz Julius Bonn. Er ist ein beeindruckender Mann, der ja doch auch sich sein ganzes langes Leben hindurch, Sie sehen, er hat bis 1965 gelebt, viel Humor bewahrte, eine große geistige Frische, Neugierde und eben unglaublich vernetzt war. Also er korrespondiert noch zum Ende seines Lebens mit Ludwig Erhard, sogar mit Willy Brandt. Es hat dann am Ende fast was Obstruktives, dass er eigentlich immer noch alles kommentieren möchte. Ein wichtiger Freund von ihm, der sei noch erwähnt, und damit möchte ich dann den eigentlichen Vortrag erstmal schließen und hoffe dann auf Ihre. Achso, das hätte ich auch noch sagen wollen. Das sehen Sie jetzt hier an diesem Bild. Emma Bonn, seine Cousine, der er auch ein kleines Denkmal setzt in seinen Memoiren, ist in Theresienstadt dann getötet worden. Ansonsten ist, glaube ich, die Familie Bonn relativ heil durch diese Zeit gekommen, frühzeitig ins Exil. Aber Emma Bonn hat den Gang ins Exil nicht geschafft. Damit wollte ich schließen. Das ist Theodor Heuss und Moritz Julius Bonn, 1955 in München. Sie kannten sich in etwa seit der Jahrhundertwende oder Heuss promovierte 1905 und Bonn war da natürlich der Ältere und der Weitere, aber sie kannten sich über Brentano, sie hatten auch immer miteinander korrespondiert und nachdem Heuss dann in der frühen Bundesrepublik reüssierte, beziehungsweise schon in den unmittelbaren Nachkriegsjahren, hatten sie bald wieder das Band geknüpft und hier sehen Sie einige Bilder von diesem Festakt, Bonn unschwer zu erkennen,
in seiner schmalen, mit seinem schmalen Gesicht der Physiognomie, die man ihn leicht erkennt, und eben Theodor Heuss. Theodor Heuss hatte sein 50. Doktorjubiläum und Bonn sein 60. Und Theodor Heuss, so darf man es wohl sagen, machte seinem alten, bewunderten Freund die Freude und inkludierte ihn in diesem Festakt und setzte ihm damit noch ein Denkmal. Bonn hat auch noch ein Bundesverdienstkreuz von Heuss bekommen, und er musste sich auch von Heuss musste sich von Bonn auch im Amt immer wieder ermahnen lassen, was denn nun zu tun sei. Aber Heuss hatte diesen Kontakt immer gepflegt und hat ihn eigentlich auch in Bonn, hat Bonn in Bonn bei seinen Auslandsreisen auch immer empfangen. Jetzt ist meine Zeit, glaube ich, abgelaufen. Ich freue mich auf die Diskussion, danke Ihnen für Ihre Geduld und gebe jetzt, glaube ich, den Bildschirm wieder ganz normal frei. Ja, vielen Dank. Ich habe selber viele Fragen. Ich vermute, es werden jetzt auch bald Fragen aus dem Chat hier eintreffen. Da kommt schon gleich die erste. Vorher aber doch eine Frage von mir ganz kurz. Sie haben das ja angedeutet, dass Sie jetzt noch eigentlich stundenlang uns weiter erzählen konnten von Bonn. Es gibt von Ihnen ein Sammelband mit den Aufsätzen der damaligen Hamburger Tagung, und es gibt von Ihnen ediert Aufsätze von Bonn. Genau. Die Frage ist, kommt aus Ihrer Feder irgendwann auch noch eine Biografie von Moritz Julius Bonn? Ich meine, er hat zwar selber eine geschrieben, wie wir wissen, aber Sie haben schon angedeutet, dass man in dieser Autobiografie ja nicht alles lesen kann, was man über ihn wissen sollte. Also vielleicht nur diese Frage ganz kurz. Gibt es da Aussichten? Also ich würde das gerne machen. Es ist nicht so, dass wahrscheinlich der deutsche Buchmarkt sich da jetzt die Finger so nachleckt. Aber ich finde das interessant. Was ich zunächst plane, was ich unbedingt machen möchte, ist, dass zu seinem 150. Geburtstag, also das wäre 2023, die Memoiren nochmal neu rauskommen sollten. Und vielleicht die würde ich gerne in einer kommentierten Fassung rausbringen. Und es gibt noch ein paar weitere autobiografische Texte von ihm, die ich spannend finde, die ich noch anfügen würde. Und ich würde gerne noch einen Abgleich der beiden Memoirenfassungen machen. Die sind nämlich beide relativ unterschiedlich. Ja, ich würde das, glaube ich, gerne machen. Man müsste dann, ich kenne den Nachlass in Koblenz einigermaßen, aber man muss noch mal auf die Suche gehen. Und da bin ich auch auf Hilfe noch angewiesen. Man müsste in England natürlich noch mal genauer gucken, am LSI, auch noch andere, auch im Außenministerium und so. Und man müsste vielleicht auch noch mal schauen, ich habe das nicht ganz rausgekriegt. Es scheint so, dass Eduard Rosenbaum, der ehemalige Bibliothekar der Commerzbibliothek in Hamburg, der auch ihn überlebt hat, der hochbetagt Ende der 70er Jahre in Hamburg starb, der muss, glaube ich, auch ein Nachlassverwalter von Bonn gewesen sein. Und das muss ich nochmal rausfinden, hier im Staatsarchiv in Hamburg. Denn es ist erstaunlich, es gibt keinen persönlichen Nachlass von Bonn. Was in Koblenz liegt, sind eigentlich nur seine Manuskripte seiner Bücher, die Korrespondenzen, die offiziellen, aber sie finden nichts Persönliches da drin. Und es ist auch alles sehr lückenhaft, und der Mann ist ja dauernd umgezogen. Ich weiß auch nicht genau, inwiefern er sein Haus in Österreich dann noch richtig aufgelöst hat. Also da ist auch viel verloren gegangen, und das müsste man, also das bedürfte, wenn man das richtig machen will, einer sehr akribischen Arbeit, auf die ich große Lust hätte. Ich müsste nur gucken, wer mir das bezahlt. Man kann immer wieder Neues entdecken bei ihm. Also da ist, weil er eben auch in so vielen Kontexten auftaucht, und ich habe ja nur ein paar wenige Kontexte angerissen, wenn Sie sich vorstellen, wen der in Berlin alles getroffen hat, in welchen Tagebüchern er überall auftaucht, wenn Sie sich vorstellen, seine ganzen Verbindungen in die Ministerien, in die Presselandschaft. Das ist schon unglaublich spannend.
Ich glaube, es gibt dann auch von ihm eine interessante Karriere in der Exilzeit. Da muss er sich sehr für jüdische Flüchtlinge eingesetzt haben. Das habe ich aus manchen Briefen gesehen. Aber das müsste man alles systematischer sich anschauen. Ja, ich habe hier mal die erste Frage aus dem Chat von Hannes Sulzenbacher. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Den sehr interessanten Vortrag. Hat sich Bonds liberalistisches Credo unter dem Eindruck des Faschismus bzw. Nationalsozialismus verändert? Also hat das Fragezeichen hinter seinen Liberalismus provoziert? Nee, er ist eigentlich sich selbst einigermaßen treu geblieben. Also ich meine, er hat ja schon, für ihn war der Nationalsozialismus und der Faschismus natürlich eine unglaubliche Erfahrung und Abirrung. Aber die Erschütterung des Liberalismus, die reichte schon, die hat er schon im Ersten Weltkrieg erfahren, nicht? Also, aber er ist doch in seinen Werten relativ klar geblieben. Und ja, er war, also er ist auf jeden Fall immer ein Liberaler geblieben. Also man findet bei ihm nie auch nur die leiseste, ja, man findet schon Resignation, aber man findet kein Abrücken von Werten, von den liberalen Werten. Das kann man bei ihm eigentlich nicht sagen. Und die Werte sind vielleicht die eines etwas elitäreren Honoratioren-Liberalismus, so wie er auch natürlich gelebt hat. Aber man darf auch nicht vergessen, dass er doch ein offenes Ohr hatte, auch für Linksliberale und auch für Sozialdemokratie. Und er hat zum Beispiel auch, ja, er hat die Sozialdemokratie immer gewürdigt, auch in der, besonders in der Weimarer Republik, hat Ebert gewürdigt, hat der Sozialdemokratie das Verdienst zugesprochen, die Republik lange am Leben gehalten zu haben. Und war, auch wenn man sich sozusagen sein Umfeld anguckt, mit Brentano, mit dann auch dem Links, Sie müssen, man kann sich die Festschrift anschauen, die er für Brentano zusammengestellt hat, Anfang der 20er Jahre, 24, glaube ich, zwei Bände. Und da finden Sie eigentlich die Creme de la Creme des Linksliberalismus. Ich finde das sehr interessant. Also wenn man seine Autobiografie liest, kommt die Sozialdemokratie ja tatsächlich immer wieder vor. Und an zwei Stellen auch mit einem für mich jetzt doch überraschenden Einschlag. Also wenn er an Felix Austria zurückdenkt, dann schreibt er, dass also eigentlich, nachdem die Säulen des Habsburger Multivölkerstaates wegbrachen, die Sozialdemokratie eigentlich die einzige Kraft gewesen ist, die dieses multiethnische Habsburg irgendwie noch gestützt hätte. Und dann schreibt er über die Nachkriegszeit, dass die Sozialdemokratie, einerseits sozusagen kritisiert er Adenauer und die sozusagen konservativen Nachkriegsregierungen in Deutschland dafür, die Sozialdemokratie auszugrenzen. Aber er kritisiert auch die Sozialdemokratie dafür, sich quasi in einen nationalistischen Pazifismus zurückzuziehen, zurückzuziehen, der sie quasi selber aus dem politischen Spiel bringen würde. Ja, er hatte auch Probleme, sich mit Parteiraison anzufreunden. Also insofern hat er eine ideale Sozialdemokratie vor Augen gehabt, die sich eben für die Arbeiter einsetzt, die nach Ausgleich strebt. Und ja, er hatte das Ideal eines demokratischen Kapitalismus. Das war immer sein Credo. Er sagte also, der Kapitalismus, den er als Liberaler natürlich vertrat, der muss aber der Demokratie dienen. Er muss, also man kann fast sozusagen so ein Rawlsches Prinzip da sehen. Also er muss den Schwächsten dienen.
Ja, also der Kapitalismus hat diese unglaubliche Dynamik, aber wir müssen ihn so funktionieren lassen, dass er das Gesamtniveau hebt. Und das sah er in seinem etwas idealen Amerika-Bild in den 20er Jahren. Und da war er nicht der Einzige, da war sozusagen Amerika dann doch das große Vorbild. Andererseits machte er nicht den Schwenk mit zum Keynesianismus. Also er entdeckte Keynes sehr, sehr früh. Er sorgte dafür, dass Keynes epochemachendes Buch The Consequences of the Peace, also seine Abrechnung mit Versailles, dass das auf Deutsch übersetzt wurde. Er war Mitherausgeber und Mitübersetzer. Ich glaube, er hat nicht so viel davon selber übersetzt, aber er hat das initiiert, hat das Vorwort geschrieben, weil das natürlich im Wesentlichen seine Argumentation war. Also seine Argumentation war nach dem Ersten Weltkrieg, wir müssen das jetzt ohne Revanchismus auf eine ganz neue Ebene stellen. Und das ist die Lehre, die man daraus ziehen muss. Und es hat keinen Sinn, jetzt quasi nachzutreten und jetzt auch noch den ganzen Revisionismus anzuheizen. Und das war, da war er großer Keynes-Fan. Aber als Keynes dann sozusagen ein ökonomisches Programm entwickelt, wo es darum ging, dass der Staat doch viel, viel mehr eingreifen sollte und auch New Deal und so, das hat Bonn alles nicht so sehr geschmeckt. Was Bonn nicht gesehen hat, und man muss natürlich auch über seine Fehler reden, war, dass Wirtschaftspolitik eben der große Schlüssel ist, um zu integrieren. Es ist eben nicht nur, dass Wirtschaft einfach irgendwie funktioniert und der Kapitalismus dann gut, sondern dass Wirtschaftspolitik in Krisen integrieren muss. Es ist sein furchtbarster Irrtum war, glaube ich, als er Brüning stützte und sagte, die Austeritätspolitik, die müssen wir jetzt durchziehen, koste es, was es wolle, das ist der einzige Weg. Also da hat er nicht verstanden, dass eigentlich hier doch der Schalter hätte umgelegt werden müssen, dass man nicht auf so eine Verarmung und Verelendung setzen kann, sondern dass man hier ganz andere Mittel braucht. Und das, und da hat er, würde ich sagen, in ein, zwei Jahren nicht durchgeblickt und auch dem widersprochen, was er in den Jahren vorher verkündet hat. Und das war schwierig. Aber ansonsten, bei ihm, was angenehm ist und was auch seine Schriften angenehm zu lesen macht, ist, dass er kein Ideologe ist. Er ist eigentlich Pragmatiker, er denkt aus Situationen heraus, er ist flexibel, mit Humor, auch in seinen wirtschaftswissenschaftlichen Texten übrigens. Das macht ihn natürlich zu einer besonderen Persönlichkeit. Ich meine, seine Autobiografie steckt natürlich auch voller Ironie. Wenn man die Fotos sieht von ihm, dann sieht man eigentlich eher einen Melancholiker vor sich, nicht? Also ich finde, er guckt ja auf allen Bildern, die ich von ihm kenne, ungeheuer traurig in die Welt. Also in den Fotos, wenn man ihn sozusagen nach den Bildern geht, die man von ihm sieht, würde man ihn nicht jetzt für einen Spaßmacher halten. Aber vielleicht geht das trotzdem beides zusammen. Es gibt auch ein paar Bilder, die habe ich jetzt nicht gezeigt, da lacht er. Die sind auch ganz nett. Aber ich glaube nicht, dass er war in dem Sinne kein Melancholiker. Dazu war er viel zu sehr Gesellschaftsmensch. Und er war auch eigentlich in den meisten seiner Texten immer bereit zum Optimismus. Natürlich gibt es, glaube ich, irgendwie bestimmt 12 bis 15 Texte von ihm, die die Krise im Titel tragen. Aber eigentlich war er doch relativ, ich glaube, nicht nur lebenstüchtig, sondern auch mental ganz gut beieinander. Ich würde sagen, dass er in den 30ern wahrscheinlich doch die tiefste Krise gehabt hat und vor allen Dingen auch, wie das bei vielen Liberalen war, in der Zeit der Appeasement-Politik fühlte er sich also völlig auf dem Trockenen. Er hatte ja auch, er hatte gute Nerven, denke ich. Das wird ja deutlich auch seine
wie lange er es noch in Deutschland ausgehalten hat. Und er war, er sagt, schreibt von sich selber immer, er war kein Held, er hat es gut gehabt oder so. Aber ich glaube schon, dass er doch zu gewissen Grundsätzen immer oder gewissen Grundsätzen immer treu geblieben ist. Ja. Ich meine, die Entscheidung, in die USA zu gehen, um dort dafür zu wirken, die USA zum Kriegseintritt zu bewegen. Es ist ja schon interessant, er war sozusagen während beider Weltkriege in den USA. Im Ersten Weltkrieg hat er durchaus ja auch in Artikeln noch in amerikanischen Zeitungen quasi auch Verständnis, um Verständnis für die deutsche Position geworben. Also wirklich versucht zu vermitteln, nachdem er zurückgekehrt ist nach Deutschland, dann versucht, Verständnis für die amerikanische Position zu werben. Aber das ist ja sozusagen noch eine ganz andere Rolle, als die er dann tatsächlich im Zweiten Weltkrieg gespielt hat, wo er dann doch sozusagen sich selbst ganz entschieden quasi in den Dienst der Kriegsanstrengungen gegen Nazi-Deutschland gestellt hat. Mit den Mitteln, die er als damals schon älterer Herr bringen konnte. Ja, klar. Also nun würde man sagen können, dass liberale Reformer vielleicht im Kaiserreich auch immer noch ein paar Chancen gesehen hatten. Überraschenderweise sagt Bonn ja auch, er sei eigentlich nicht unbedingt Republikaner. Also er hätte es gar nicht so schlecht gefunden, wenn Deutschland eine Monarchie geblieben wäre, aber natürlich eine parlamentarische. Ja. Und er hat also als Reformliberaler eigentlich immer sich vor Brüchen gescheut, ja, und hat eigentlich immer auf die Intelligenz der Akteure gesetzt. Und das ist natürlich auch, wenn wir es ein bisschen härter formulieren wollen, ein Honoratioren-Liberalismus von oben gewesen bei ihm in vielerlei Hinsicht. Gleichwohl hat er natürlich einige Argumente auch ja, für sich gehabt. Und das ist auch eine Zeit, die man in der Biografie nochmal beleuchten müsste. Was hat er eigentlich dann in der Räterepublik dann in den Wintermonaten 1918, 19 genau gemacht? Er war nämlich sogar irgendwie Rat, hatte einen Ratsposten an der Uni, und ich glaube, Helmut Plessner war sein Sekretär. Diese Episode findet man in der Plessner-Biografie, was auch ja ganz interessant ist. Die kannten sich dann auch ganz gut. Und Bonn hat eigentlich dann, egal wie das politische System war, was gerade passierte, hat er versucht, im Sinne der Vernunft zu wirken. Ja, und das war so, glaube ich, sein Maßstab. Idealbild war England, das ist relativ klar. Faszination für die Vereinigten Staaten, für Amerika. Das war sein großes Erweckungserlebnis nochmal, was ihn dann auch zum, nicht nur nominellen, sondern auch zum Demokraten gemacht war. Aber ich würde mal vermuten, vor der USA-Erfahrung hat er über Demokratie gar nicht so viel nachgedacht. Das war gar nicht unbedingt in seinem Horizont. Das ist quasi das Tocqueville-Erlebnis sozusagen für ihn. Er bereist das Land und er ist auch fasziniert von der Gleichheit. Und dass es diese Standesunterschiede nicht gibt. Und Bonn hat natürlich das feinste Sensorium für Standesunterschiede. Nicht nur Adel, Bürgertum, sondern auch natürlich die ganze Klaviatur innerhalb des Bürgertums. Das kennt er ja als kosmopolitischer Angehörige einer Bankerfamilie. Das geht ja bis in die in die ganz feinen Unterschiede. Das kennt er natürlich gut. Ja, er ist ganz am Schluss, er hat sozusagen es nicht lassen können, die Zeitläufe noch zu kommentieren, auch wenn gar nicht mehr so viele Leute ihm dann zuhören wollten. Er hat ein letztes Buch geschrieben nach seiner Autobiografie, wo er sich ja tatsächlich noch einmal mit der Frage der Zukunft Europas beschäftigt. Wir haben uns immer gerätselt, wie man diesen Titel Wither Europe eigentlich wirklich korrekt ins Deutsche übersetzen kann. Das ist gar nicht so einfach. Wohin? Wohin? Aber wohin sowas, ne? Genau. Aber es ist ja was ungefähr, dieses Wohin. Ja. Aber eben Union or Partnership, er selber ist da gar nicht sehr radikal und nicht sehr optimistisch, dass das irgendwie schnell sein könnte.
Wobei schon irgendwie klar ist, dass auch dieses Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika für ihn eigentlich so das Fernziel sich darstellt, als Fernziel darstellt. Aber er bleibt da sehr realistisch. Ganz am Schluss sagt er, die Nationalismen sind immer noch viel zu stark. Das wird alles nicht so schnell gehen. Aber ich fand es interessant, dass er eigentlich mit diesem Buch seine sozusagen Karriere als Autor beendet. Ja, also das Buch, Sie haben schon recht, es ist nicht so klar. Es ist an wen richtet sich das, fragt man sich auch ein bisschen. Für wen schreibt er das Buch? Es ist eher so eine Art Problematisierung, so in alle Richtungen, würde ich so nennen. Aber ich finde, die treffendste, einer der wichtigsten Passagen in seiner Biografie ist ja, wie er darüber reflektiert, warum er kein Verhältnis zu Kollektiven oder zur Identifikation entwickelt. Nicht? Einerseits als Jude, und das kommt, ich meine, man findet es natürlich noch viel schöner in dem englischen Titel Wandering Scholar, also wo der Wandering Jew ja dann auch schon mit eingebaut ist. Und dieses Entwurzelte, dieses Suchende, obwohl er ja völlig säkular war, er beschreibt sich ja als eigentlich religiös überhaupt nicht rezeptiv oder empfänglich, aber diese tiefe Prägung, nicht dazu zu gehören und immer irgendwie auch extern zu sein, zwar in seinem Fall privilegiert extern zu sein, aber das macht ihn völlig unempfindlich für Nationalismus. Und da komme ich dann wieder zurück zu seiner Habsburger Prägung. Das ist eigentlich das Modell, wie es ideal funktionieren sollte. Also und er ist ja auch dann in seinen Amerika-Büchern, kommt immer der Melting Pot. Ja? Also dieses Zusammen der Kulturen, er nennt es dann auch sozialen Pluralismus. Das ist für ihn wichtig. Also er ist Pluralist, das ist ganz, ganz eindeutig. Aber er sieht eben, dass er da ziemlich alleine steht. Und da muss er ja gar nicht weit gucken. Selbst im Liberalismus gibt es nicht viele, die dieses Kosmopolitische aufrechterhalten. Im deutschen Liberalismus schon gar nicht. Ja, das letzte Kapitel, das Moritz Julius Bonn ja noch einmal mit Hohenems verbindet, nach den idyllischen Jugenderinnerungen, über die er ja schreibt, sozusagen beim Großvater, der eigentlich auch Bankier war, aber das, was Bonn interessiert, ist, dass der eine kleine Landwirtschaft hinter seinem Haus in Hohenems führt und frische Milch und solche Dinge. Das sind alles Sachen, die der Städter Bonn aus Frankfurt irgendwie dort kennenlernt. Der Abschluss dieser Beziehung zu Hohenems ist ja sehr prosaisch. Gibt es irgendwie dort eigentlich Quellen dazu, die man irgendwo noch finden könnte? Das ist jetzt eine ganz egoistische Frage, weil das, was wir hier in den Archiven finden, das sind halt die Verträge über den Verkauf der Hohenemser Liegenschaften der Brunner. Das ist ja nicht nur das Brunner Haus, sondern noch ein zweites Haus in derselben Gasse und eine ganze Reihe von Grundstücken. Also die Brunner hatten ziemlich viel Immobilienbesitz in Hohenems und das auch in den 50er Jahren immer noch, weil das eine sozusagen komplizierte Erbengemeinschaft nach Marco Brunner, zu der Bonn gehörte, eben besaß. Und die Nazis haben es in ihrer Zeit nie geschafft, quasi diesen Besitz tatsächlich zu arisieren. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass er da jemals irgendwie nach Hohenems gefahren wäre. Denn das hat irgendwie ein Dornbirner Rechtsanwalt alles eigentlich für ihn und seine Miterben erledigt. Taucht Hohenems da irgendwie, das ist ja alles dann auch nach seiner Autobiografie, taucht das in Quellen irgendwie nochmal auf? Also nicht, dass ich das wüsste. Und ich glaube, auch in Koblenz findet man da nichts, weil das eigentlich wirklich nur seine wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen und politischen Arbeiten betrifft. Überhaupt weiß man ja ein bisschen wenig über ihn familiär. Die Ehe ist ja auch kinderlos geblieben.
Es ist interessant, dass er wohl mal in den 20er Jahren mit seiner Frau darüber nachdachte, Kind zu adoptieren, aber dazu kam es dann nicht. Er ist dann ja, er hat seine Nichte, die eine Opernsängerin wurde, die hat er unterstützt, also die Tochter aus der ersten Ehe seiner Frau. Und ich glaube, dass auch sie und noch, also ich glaube, als Erben von Moritz Julius Bonn, es ist eine Nichte und ein Neffe eingesetzt oder so. Aber das habe ich auch nicht zurückverfolgen können. Da müsste man nochmal suchen. Und da müsste man dann nochmal in der Familie Bonn so. Ich habe noch nicht zu der Familie Bonn irgendeinen Kontakt gefunden und hätte ja sein können, weil wir jetzt ja auch schon ein paar Sachen gemacht haben, sind Bücher wieder erschienen, aber es hat sich noch nie jemand irgendwie gemeldet. Also da habe ich noch gar keinen Kontakt und es gibt ja noch einige, die in den USA oder in England leben, aber da habe ich noch nichts gehört. Ich habe mich auch noch nicht, ich meine, ich mache politische Theorie. Ich bin über Bonn natürlich über das Thema gekommen und das ganze andere interessiert mich, wie das eben uns alle interessiert, was eigentlich hinter diesem Wissenschaftler, politischen Ratgeber, Autor, was hinter diesem Mann steckt. Aber ich habe das natürlich nicht so systematisch erforscht. Aber das würde mich sehr reizen, weil ich es auch wirklich interessant finde. Aber ich könnte dazu auch keine Auskunft geben. Ich habe auch keine Ahnung übrigens über seine Vermögensverhältnisse. Ich glaube, er hat wirklich nie ein Geldproblem gehabt, das kann man sagen. Aber wie das, also ich meine, er hat ja definitiv, ich glaube, die ersten zwei Jahrzehnte gar kein Geld verdient. Wenn man damals studiert hatte oder Privatdozent war, da gab es ja nichts dafür. Ich glaube, er hat erst angefangen, Geld zu verdienen, als er Direktor der Handelshochschule München war. Vorher sehe ich da jetzt kein festes Einkommen, außer ein paar Sachen, die er publiziert hat, aber von denen hätte er so nie leben können. Insofern war das in der Familie, glaube ich, einfach da, das Geld. Und da hat man die hoffnungsvollen und die vielversprechenden Familienangehörigen, die hat man dann gefördert. Ja. Ich glaube, das war nie sein Problem. Ja, ja, aber es ist ja interessant, nicht? Weil seine Schwester hatte, glaube ich, immer Geldprobleme, da hat er dann auch immer ausgeholfen. Aber ja, das sind so Dinge, über die man dann auch nachdenken kann. Ja. Ja. Ich glaube, dass wir jetzt einfach mal warten auf das Jahr 2023, was sich da so tun wird auf dem Buchmarkt und hoffen, dass wir Sie spätestens dann live in Hohenems vielleicht mit dieser Neuauflage der Biografie und dann doch zumindest biografischen Ergänzungen von Ihnen sehen können. Ich möchte herzlich danken für diesen spannenden Vortrag. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und hoffen, dass wir weiter doch noch ein bisschen Licht in das Dunkel von manchen Ecken von Moritz Julius Bonns Leben bringen werden. Ich meine, dass er oft sozusagen in seinem Leben emigriert ist und weitergezogen ist, spricht dafür, dass manchmal Dinge liegen geblieben sind. Aber er hat ja nun zumindest London in die USA nicht sozusagen als Emigrant verlassen und hat immerhin noch 20 Jahre nach Kriegsende in London gelebt. Also irgendwie müssen ja Dinge irgendwo sein, vielleicht werden die doch irgendwann wieder auftauchen. Und dann kann man doch noch ein paar Kapitel neu schreiben. Ja, vielen, vielen Dank. Ich will vielleicht nur noch ein Wort dazu sagen, dass natürlich unsere Veranstaltungsreihe auch weitergeht. Am 1. Juni haben wir Brian Kluck zu Gast mit einem Vortrag und am 20. Mai werden wir hier die Möglichkeit haben, ein bisschen statt eines Emsianer-Festivals wie sonst, ein Emsianer-Festival, zu dem wir ja, glaube ich, letztes Jahr eigentlich schon das Vergnügen haben wollten, diesen Vortrag zu hören,
werden wir zumindest mal die Spuren der Emsianer im Stadtbild verfolgen und ein bisschen spazieren gehen in Hohenems und uns anschauen, welche künstlerischen Interventionen hier in der Stadt in den letzten Jahren dazugekommen sind im öffentlichen Raum. Unter anderem werden wir dabei die Einweihung des Engels der Geschichte nach Walter Benjamin dann am Brunnen vor der Engelburg feiern. Ja, so viel zu unseren nächsten Plänen hier in Hohenems. Natürlich gibt es Nachrichten dazu über Newsletter, unsere Website und vor allem natürlich auch über unsere Website lasteuropeans.eu. Und ein bisschen was über Moritz Julius Bonn werdet Sie alle auch lesen können in unserer nächsten Museumszeitung, die im Juni erscheinen wird mit Biografien von diversen ersten und vor allem letzten Europäern, so wie Moritz Julius Bonn irgendwie auch einer war. Vielen Dank für die aufmerksame Zeit mit uns, für den schönen Vortrag und ich hoffe, wir sehen uns, wie gesagt, bald einmal live in Hohenems wieder. Vielen Dank und damit möchte ich die Veranstaltung schließen. Man sieht sich wieder. Ja, vielen Dank Ihnen für die Gastfreundschaft.